Die künstlerischen Gäste von heute, es ist ein Trio, es ist ein musikalisch-kabarettistisches Trio. Was sie selber machen, das nennen sie musikalische Kurztherapie oder sie nennen es auch Lieder aus der Vogelperspektive. Sie fangen mit einem neuen Programm an, haben die Premieren im Dezember im Theater am Hechtplatz hier in Zürich. Begrüßen Sie recht herzlich Heinz de Specht. Sack in Go-Go-Posten gehen. Oder im Tram neben jemand sitzen, wenn alles leer ist vorne dran. Darf man von der Pizza den ganzen Rand im Teller liegen lassen? Ich glaube, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Darf man zu einer Schwangeren sagen, grüezi miteinander? Ist das kein Problem, ausser wir schütteln beide die Hand? Darf man mit so blöden Witzen aufs Publikum losgehen? Ich glaube, das darf man nicht. Mit dem Zwei auf dem Rücken. Wenn du noch Freund hast, solange du das Bier durchstucken. Wenn bei Hochzeiten und Geburtstagen nie dabei bist und beim Shooten jede Chance versiebst. Wenn für dich die Sterne am Himmel nie leuchten. Wenn deine Blind Dates vor einem Essen schon flüchtet, wenn's nie klappt beim Seitwärts parkieren und nicht mal langet für eine Wohnung in Schlieren, dann mach dir wegen dem keine Sorgen. Am Ende von jeder Nacht kommt der Morgen. Und mit dem neuen Tag wirst du begreifen, du bist und bleibst ein Pfeife. Jedes Mal ein Licht. Springen. Stell dir vor, wie mich das traurig miecht. Es gibt kein Problem, das sich nicht lösen lässt. Spring nicht, weil ich das sicher nie verkraften könnte. Du stehst gewiss aus gutem Grund dort oben auf dem Dach. Aber sieh doch bitte ein, dass auch ich mir Sorgen mache. Hast du deinen Job verloren oder hat die Frau verlassen? Das ist hart. Aber musst mich auch ein bisschen verstehen. Gang über die Bücher und fang noch mal von vorne Spring an. Nicht. Weil ich sonst vor einem Scherbenhaufen stehe. Spring nicht. Nach dem Regen scheint doch immer wieder die Sonne. Spring nicht, weil mein neuer Audi steht da unten. Wenn du nicht weiter weisst, dann schlupfe Hanfpillen. Oder stell einen Profi an, der die Umweltkraft killen kann. Nimm dir einen Schrick oder kauf dir einen Knarren. Aber bitte spring nicht auf meinen Karren. Ich flehe dich an auf den Knie. Spring nicht. Ich flehe dich an, verschon mein A3. Spring nicht. Bitte, bitte, es würde mich ruinieren. Spring nicht. Oder wart noch rasch, ich gehe umparkieren.